zurück, meine lieben Elohell-Kinder. Willkommen zu einem weiteren Ranked. Livia ist diesmal am Start, der Ton auf Ultralautstärke auch. Wir spielen gegen Tristana, deswegen habe ich Livia gepickt, weil die Gegner Tristana hatten, Counterpick und so weiter. Habe ich euch wahrscheinlich schon eine Milliarde Mal erzählt. Unser Team sieht ziemlich geil aus. Minimale Bombo-Kombo, Amumu, Victor, Morgana, Garen, Livia. Das ballert, glaube ich, richtig rein. Im Gegnerteam... ja, irgendwie, ne. Also unsere Kombo ist tausendmal stärker. Die haben halt diese Playmaker, Renekton, Edis, LeBlanc, Fresh, übelstes Early Game, aber die ballern wir easy weg. Die ballern wir richtig easy weg. Alles klar. Jo. Okay, ist auf jeden Fall ein Top-Start. Aha. 24er Ping. Ich kann mich nicht... alles klar. Hallo? Ja... I can't move. Aha. Okay. Hallo? Optimal. Dann disconnecten wir mal ganz schnell. Attempting to reconnect. Ich glaube, es geht gleich. Nee, es geht natürlich nicht. Hallo? Hallo? Alles klar. Okay, alles klar. Geht jetzt? Nein, es geht immer nicht. Er baitet mich! Das Spiel baitet mich jedes Mal! Jetzt disconnecten wir. So, wir disconnecten kurz. Jetzt kommen wir gleich wieder. Das ist natürlich ein Top-Start. Aber Leute, das kümmert uns ja nicht, ne? Außer ich kann jetzt nicht mehr connecten. Dann würde ich weinen. Ihr seht es gerade nicht, aber das League of Legends-Zeichen ist da. Ihr seht meine Maus immerhin. Oh, Ladescreen. Oh. Nein. Nein, Riot, nicht. Kein Ladescreen, Riot. Nicht? Nee. Alles klar. Alles klar. Da ist er. Da ist er. Nice. Verpasst ja nur 200 Waves. Ja. Aber man muss ja ehrlich sein, ich kann halt verstehen, wenn Riot mir das Early Game ein bisschen erschweren möchte, weil sonst wäre es einfach unmöglich, wie Gegner irgendwas zu tun. Das ist wirklich wie beim Schach. Da fehlt dir einfach dann mal... LOL, ich bin sogar am gleichen Spot noch. Oh, fuck, ich muss aber außen rum rennen. Ich bin nicht mal disconnected im Sinne von, dass ich in die Base gelaufen bin. Ich konnte mich einfach nicht bewegen. Kein Hyping etc. Naja, egal. Konzentrieren wir uns aufs Game. Bin jetzt ungefähr ein Level hinten. Oh mein Gott, Smart das angestellt. Dort Defaults. Holy shit. So. Jetzt kann es losgehen. Zack, erster CS. Erster CS. Erfolgreich, zweiter. Ja, läuft doch das Game. Oder auch nicht. Ah, 4 CS zu 15. Kann man machen, kann man auch sein lassen. Okay. Das heißt ja wahrscheinlich wohl, dass wir in dieser Lane nichts tun werden, außer AFK farmen. Joa. Topstart. Oh Mann. Oh Mann. Egal. Es sackt halt echt hart, weil im Prinzip können wir damit jetzt nichts machen, außer farmen. Ne, wir können nicht moven, Bruder. Wir können nicht moven. Nein, halt die Fresse, auf zu ping, du dummes Mistkind. Okay, Morgana, dankeschön. Ich hasse mein Leben. Ich möchte nicht mehr. 15 CS hinten. Und kein Mana mehr. Und ein Level hinten. Ach, fick doch die Welt. Gib mir eine Bombe, bitte. Gib mir einfach eine Bombe, Junge. Ich brauche Mana. Gib mir eine Bombe. Er trifft nicht mal, als ob er nicht trifft, Mann. Warum triffst du denn nicht? Ah, oder? Oh, sie hat auf Minion die Bombe gemacht. Ja, ist der richtige Quality-Gegner. Oh, Mann. Ja, sag ich ja, die können von Glück sprechen, dass ich disconnected bin. Richtig die Quality-Tristana. Scheiße. Hast trotzdem so viel CS. Mein Herz blutet. 13 CS hinten immer noch. Oh, und Damumu ist wieder tot.
Ja, er wird total weggenudelt, ey, holy shit. Ey, ich hab doch gerade resettet, Restore Defaults. Okay. Trinket. 4, okay. Ich war gerade auf 1 das Trinket. Good job. Guter Spieler, Thresh. Wenn wir den binden. Überlebe. Momo ist tot. Nice. Ich will um ehrlich zu sein baiten, dass sie flasht. Weil. Dann kann ich ihre Bombe blocken. Aber ich glaube nicht, dass sie flasht. Ich glaube, dafür ist sie. Oh, die wollen diven. Shit. Oh mein Gott, nice. Oh, LeBlanc ist doch hier. Fuck. Easy, Junge! Zum Glück hatte sie keine Ult, Alter. Sie einfach Q-Ult machen können. Was sind denn das für Gegner, Mann? Ich brauche noch eine Wave, Mann. Fuck. Ist super greedy, aber ich brauche noch eine Wave. I don't care. Reicht. Egal, das carry mir das Game. NP. Oh, Mann. Wäre sehr schade, wenn wir gegen so eine Gegner verlieren. Naja, mal gucken. Toplane ist auf jeden Fall... Ich denke jetzt dran, Leute. Ich swap für euch, ne? So, und so, und so, und so, und so. Wäre sehr, sehr traurig. Mitte, im Farm vorne, aber Elise ist halt am Campen. Toplane... Ah, ist halt gegen einen Double Kill. Kommt aber noch ganz gut klar, wobei er, glaube ich, jetzt gleich gefickt wird. Und Botlane ist halt nur von den CS. Also an sich, die Lanes laufen an sich alle nicht schlecht. Ist halt Elise, 100% Killbeteiligung. Ist halt ein bisschen unlucky. Gucken. Sie hat auch BF. Sie ist jetzt halt leider durch den Disconnect gleich in den Items. Hätte ich halt einen Longsword mehr als sie. Oder einen Doranz oder so. Aber, naja, shit happens. Moment, ich muss jetzt mal kurz... Alles klar. Alles klar. So. Die Gegner sind so gut. Lassen sich halt von jedem Binding treffen, dodgen nichts und... Egal. Ja, die carried das Game halt komplett solo. Komplett solo. Naja. Es ist halt wie gesagt, wir müssen einfach nicht tilten, einfach nicht zu hart reinfeeden, weil wir halt die 1 Milliarde mal bessere Teamcomp haben. Also wirklich, wir haben so eine gute Teamcomp im Vergleich zu denen. Ich werde jetzt gucken, wir sind jetzt halt im Early Game behind. Dann dürfen wir auf keinen Fall im Midgame kämpfen. Ich habe halt Angst, dass genau das passiert, weil Solo-Queue besteht halt quasi nur aus Midgame kämpfen. Hm. Renekton, weißt du halt, Renekton, Elise, wenn die fett sind, dann ist halt Rip im Midgame. Der wird dein Damage, der wird so einen Black Cleaver haben, bevor ich meine Infinity jetzt fertig habe. Und dann ist Abfahrt. Der Thresh spielt gerade echt so ein bisschen, als ob er gleich Lantern möchte. Ich habe echt das Gefühl, dass Elise hier ist. Ja, ja. Oder? Es würde zumindest Sinn... Ja, ja. Es würde zumindest Sinn machen, dass Elise hier ist, weil wir sind die einzige gewinnende Lane. Obwohl wir disconnected waren. Ich bin jetzt nur noch 12 CS. In ungefähr 10 bin ich hinten, oder? 11 bin ich hinten, wenn ich jetzt alle drei kriege. Oh, nee. Never mind. Ja, der Gavin stirbt halt bei jedem Gang. Ist halt klar, dass die weiter in den Top geht. Schade. Wobei im 2 gegen 2 müssen die doch theoretisch eine ziemlich gute Chance haben, oder nicht? Würde ich mir jetzt zumindest so... Würde ich zumindest so einschätzen. Mach mal mit W an. Gucke, ob ich sie ein bisschen poken kann. Schade. Okay, das wäre aber auch nicht schlau gewesen. Gerade wenn ich meinen Q raus habe, ihren Q zu machen, ist nicht unbedingt die beste Taktik. So, aber wenn wir halt auf sie kollapsen können... Der Thresh hat der Flash? Gott mal hier. Warum swappt es denn nicht? 5, Junge. 5 und 4. Okay. So. Divebot. Oh Gott. Go. Go. Oh Gott. Das war halt so bad gemacht. Das war so bad gemacht, Mann.
Es war so scheiße gespielt. Oh. Jetzt kriegt er sie, oder? Nö. Alter, meine Augen. Meine Augen. Holy shit. Warum ich auf Thresh gehe? Ich habe 2 Autotakes auf Thresh gemacht, weil ich nicht in Range von der scheiß Tristana war. Oh man. Sogar die Morgana am Tor, am Flame, obwohl wir die Lane gewinnen, ey. Das ist das traurig. Aber das Game ist eigentlich um einiges trauriger als alles andere. Oh boy. Das war gerade die Lise, okay. Oh, die hat jetzt schon 1 Million Range mehr als ich. Ich habe sie trotzdem outtraded. Ich habe Flash. Ich habe nichts ready, leider. Ah, das war obvious. Nice Dodge, though. Okay. Garen ist da. Ich habe keine Ult. Das nenne ich radikal. Er hat Double Buff, er hat Double Buff. Nice, den würde ich lassen, den Kill. Das war auch wieder richtig gut vom Garen. Hätten wir einfach den Kill lassen können, aber er musste Kill stealen, deswegen ist er gestorben. Aber trotzdem, die Gegner machen halt auch richtige Random Plays. Ich weiß nicht, ob wir hier noch was reißen können. Elise ist 6-1-4, holy shit, und LeBlanc, na, no, das wird echt nicht easy. Das wird echt nicht easy. Na, trotzdem. Ich glaube ganz ehrlich nicht, dass wir das gewinnen. Aber wir geben natürlich nicht auf. Ich bin im Farm jetzt auch immer noch 11 hinten. Wegen dem Early Game. Aber ich bin im Level. Ich bin sogar im Level hin? Lol, okay, nevermind. Ja, gut, weil der Thresh halt 2-mal gestorben ist, hat sie Solo XP gekriegt. Die sind beide sogar im Level vorne. Okay, nevermind. Ich hab keine Ahnung, was hier gerade abläuft. Ah, schade, dass ich die Ult jetzt so spät gekriegt habe, sonst hätte ich ein bisschen mehr Damage machen können. Hat sie. Okay. Gavin ist wieder da. Das ist halt das ist gar nicht mal schlecht, ne? Der Gavin ist halt die ganze Zeit Bot. Übt halt ordentlich Druck aus. Oh Gott. Als ob da keiner ist. Da habe ich wieder richtig viel gemacht bei dem Kill. Das ist halt echt gut, ne? Ich meine, der holt sich jetzt Kills links und rechts, weil die Gegner genauso dumm sind wie wir. Und Renekton, der farmt einfach. Der ist zwar 60 Farm vorne, aber den Einfluss, den gerade Garen hat, das ist viel mehr als Renekton macht. Und das, obwohl Renekton eigentlich vorne ist. Also, wie gesagt, die Gegner sind auch nicht die intelligentesten hier auf dem Planeten. Ja, meint. Die ist halt schon fast zu fett. Haupttor wird sterben. Wir kriegen zwar T1, aber T1 gegen T2 tauschen ist immer so eine Sache. Oh Gott, ist das close. Schade, schade. Ich hätte eigentlich nochmal mit rotaten, kann das sein? Ja. Gucken, ob ich da noch was machen kann. Boah, sind die low HP, holy shit. Schade. Nee, komme ich nicht ran, nicht zu schnell. Und doch schon zu tanky und alles. Okay, muss ich aufpassen. Oh Gott, der Tower ist halt super low. War halt auch noch kein. Lol, 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 lol. Treff! No! Hast du noch was? Ult, irgendwas? Oh! Hat er nicht schlecht gespielt, der Mannequin. Ja, da fällt der Feed halt wieder leider ein bisschen auf, ne? Wenn die nicht so ultra fett, wäre das gerade eine reine Suicide-Mission von denen gewesen, aber. Ist schade, dass der Tower gefallen ist. Jetzt hätten wir da vielleicht was machen können. Ah, unlucky. Sehr, sehr unlucky. Bot-Tower fällt auch, war keine Worth-A-Rotation.
War nicht worth. Die war halt so schnell. Warum war die so schnell? Na gut, der 2er Schuh. Hatte ich 1er Schuh? Ich hatte, glaube ich, 1er Schuh. Aber naja. Aber fällt. 17 zu 6. Nicht der beste Ausgangspunkt. Aber wie gesagt, vorbei ist das hier noch nicht. Sie geht auf Full Damage, was eigentlich... Ich weiß nicht. Wenn du Headless mit Elise ist Full Damage zwar nice, aber... Du kannst halt trotzdem schnell getötet werden. Noch nicht, weil du hast gerade gesehen, wie wenig Damage ich hier gerade mache, aber in 5 bis 10 Minuten musst du halt aufpassen, dass sie nicht von Victor getötet wird. Und halt echt versuchen, eigentlich genau die Situation gerade nicht zu machen, so wenig wie möglich abgeben. Ich hätte nur gedacht, dass sie da vielleicht was reißen können. War an der Stelle sogar mein Fehler. Da überhaupt reinzugehen. Wobei Renekton halt kam, konnte ich nicht unbedingt... Ja, ich konnte es, sag ich mal, schon ahnen, aber... Man muss halt auch ein bisschen was riskieren. Das ist jetzt gerade eine Überzeitsituation für uns. Aufpassen wegen dem Thresh hier. Der ist gerade alleine, oder? Oh, fuck, ich bin tot. Ist das dein Ernst gerade? Hat der Victor gerade nichts getroffen? Und der nächste Freakle, der einfach nur ins Nirvana geht, Mann. Ah. So eine Kills müssen wir halt nehmen. Er hat halt nicht seinen Autotech vom Q gehittet und nicht seinen E. Und Ult hatte er ganz knapp nicht. Ja, wir können nicht fight, ich bin um. Ah, die wollen mich. Okay, never mind. Das Schild war gerade richtig gut. Ja, mit unserer Combo können wir halt gerade noch nicht hier anfangen, weil wir einfach kein Damage haben. Der hat 90. Der Typ hat einfach 90 AP, Mann, nach 18 Minuten. Holy shit. Das ist nicht sehr viel. Die Tristana denkt so, yo, alles klar, danke, Skarin. Ja, die Tristana hat richtig viel Einfluss. Verpisst euch doch mal da. Yo, was macht ihr denn? Die kollapsen euch bestimmt gleich nicht von hinten. Bester Engage. Alles. Oh, ein Kill. Bleibt aber wahrscheinlich bei einem Kill. War auf jeden Fall ein richtig guter Engage. Ich wette, ich werde gleich wieder geflamed, warum ich denn nicht da war. Alter, immer diese Bronze-Lords, Mann. Das ist halt... Jo, ich darf noch klar, dass ich gegen 4, warum auch nicht? Na, hätte ich ja easy deffen können. Die Solo win the game. Hat er nicht ganz unrecht, aber wir verlieren das Spiel auch solo. Keine Ahnung, wenn Elise Top 5 mal ist und sie 5 Kills kriegt, dann ist das nicht Elise, die krass spielt, sondern einfach Garen, der kompletten Bullshit zusammenspielt. Also natürlich beides, aber wenn du von 5 Gangs 5 mal stirbst, dann ist sicherlich nicht nur der Jungler krass, sondern du auch ziemlich scheiße. Mal gucken. Inhib ist down. Inhib ist down. Ich sag ja immer, das Gute, wenn der Inhib down ist, ist ja, dass man die Minions immer in der Base hat und man hat dadurch Free Farm. Also, man muss natürlich auch immer die Vorteile sehen. Sind zwar klein, die Vorteile. Aber ich glaub dran. Oh, Elise macht da gleich 1v2. Hat trotzdem 2k Leben, ne? Geht halt mehr Leben als Garen. Weil Garen einfach mal... Garen ist 2-7 und kauft sich einen Brutalizer, aus dem man nichts bauen kann. Alles klar. Anstatt auf Black Cleaver zu gehen oder vielleicht auf Tank. Gut, leiser Junge. Ich hätte jetzt überlegt, fast zu ulten, aber... Nee. War close. Warum die Pings schon wieder? Diese Pings schon wieder? Nein, bitte nicht. Ich will nicht... Achso, lol, ich bin so behindert. Das ist ja wieder dieser Wolf gewesen. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass dieser Wolf einfach mal pingen kann. Ich habe mich gerade gewundert, warum steht der nicht im Chat, wer gepingt hat? Weil ich gerade denjenigen flamen wollte, der gepingt hat. Warum? Okay. Ich habe nichts gesagt. Wo ist der Rest des Teams? Okay, überlebt natürlich. Ja. War ziemlich scheiße, ja. Ich hab grad für... Oh, ein Kill. Und 3 Kills für Tristana.
Hätte er wenigstens noch silenzen können, dann wäre Victor wenigstens weggekommen. Er kommt weg. Ne, er kommt nicht weg, war ein Crit, oder? Er kommt nicht weg. Mich stört halt mindestens genauso. Also natürlich stört es mich, dass wir das Game gerade verlieren, aber wie wir es verlieren, stört mich fast noch mehr, als dass wir es verlieren. Das sind halt wieder. Ich habe halt wirklich das Gefühl, dass einfach jeder Spieler, sobald er stirbt, instant eine Division droppt mit jedem Tod. Deswegen spielt Garen halt auch gerade so unmenschlich scheiße und die. Na gut, ne, spielen alle scheiße. Das ist halt wieder. Wir sind 15.000 Gold hinten. Lass mal einfach in einen ungewordeten Jungle engagen. Denn Gage war jetzt sogar am Anfang gar nicht mal so scheiße, weil die Gegner halt einfach auch gesplittet waren. Aber der war dann halt auch wieder richtig schlecht gespielt, so. Garen hat seine Ult wieder aufgesaved. Immer diese richtigen Main-Garens, ja, die einfach warten, weil mit der Ult kann man ja nur last hitten, was anderes darf man mit der Ult nicht machen. Naja. Der alleine? Er ist nicht alleine. Natürlich ist er nicht alleine. Jo! Warum auch nicht? Hat ja auch erst wenig AP. Oh Mann, das Spiel macht richtig Spaß. Und dann ist es wieder am Ende so eines Games. Ja, du bist ja 6-mal gestorben als AD Carry. Bist ja richtig scheiße. Klar sterbe ich 6-mal als AD Carry, wenn mich eine Elise one-shottet. Ah, der Redding macht auch richtig gut Damage. Okay. Kann auch eventuell an seinen Items liegen. Der macht auf jeden Fall auch Damage. Und Garen. Krieg ich hier was? Der one-shottet mich halt. Alter. Ich werde einfach von allem ge-one-shottet. Von allem! Oh Mann, das macht keinen Spaß. Ich hasse so eine Spiele. Ich hasse sie einfach. Also ich hab kein Problem damit, ein Spiel zu verlieren, wenn ich outplayed werde. Aber ein Spiel zu verlieren, einfach nur, weil ich ge-one-shottet werde, weil mein Team die Gegner so unglaublich hart gefeedet hat, darauf habe ich dann echt keine Lust, so. Aber ich finde, da sieht man halt auch einfach, dass Diamond nicht gleich Diamond ist, ne? Ich habe Spiele in Diamond, da ist die Qualität des Spiels relativ hoch. Da hast du wirklich 10 ziemlich gute Spieler. Und das Spiel ist knapp und wird halt durch minimale Outplays entschieden. Und dann hast du Games wie das hier, wo sich ein Team einfach nur komplett droffelt durchstompt. Echt guter Spieler. Wo sich ein Team einfach nur komplett durchstompt und halt das Gegnerteam spielt, als ob es nicht mal in Silber gehört, so. Also ganz ehrlich, keiner von denen in meinem Team spielt gerade auch nur ansatzweise, wie ich finde, Diamond Niveau ist. Morgana wahrscheinlich noch am ersten, ihre Bindings sind nicht schlecht und so weiter, aber keine Ahnung. Victor kann ich auch nicht so unbedingt beurteilen, aber der Rest, den Rest kannst du halt echt komplett in die Tonne knallen. Ja. Ich glaube halt, es ist auch ein Stück weit tilten. Klar, warum sollten wir da nicht reingehen? Warum sollten wir da reingehen? Ist ja nicht, dass eine LeBlanc uns one-shot, dass eine Edith uns one-shot, dass eine Renekton uns one-shot. Da gehen wir einfach mal rein. Ja, ich glaube halt, ein großer Teil dieses richtig schlechten Spiels ist einfach Tilt zu schulden, weil die halt denken, ja, das Game ist eh verloren, da brauchen wir uns nicht mehr anstrengen, aber ihr seht halt gerade, die ganze Zeit sterben. Das ist halt einfach nur unglaublich bad. Also wirklich richtig, richtig bad, so wie die sich hier catchen lassen die ganze Zeit. Oh, lol, der war gar nicht schlecht. Ja. Einfach nur ranlaufen, gehuckt werden, sterben. Top tot. Emacia, Junge. Immer Homeguard. Vielleicht können wir jetzt hier noch irgendwas machen. Wahrscheinlich eher weniger. Die LeBlanc ist halt auch so unmenschlich bad. Ich verstehe. Ich frage mich halt, wie konnte die Mitte verlieren gegen diese LeBlanc? Das ist halt. Holy shit. Und das Game beweist auch, Garen ist doch kein Free Win. Zumindest nicht, wenn er von solchen Menschen gespielt wird. Die waren Baron. Können wir das aufhalten? Die Prognose ist nein. Man muss halt der Ultra-Stil folgen. Die sind halt ein bisschen angeschlagen, also vielleicht. Vielleicht können wir da irgendwas machen.
Chancen stehen natürlich super schlecht trotzdem. Okay. Momo, nein! Yo. Yo. Oh Mann, das ist ein Top-Spiel. GGWP, very pleasant game. Ich glaube, ich habe pleasant falsch geschrieben. Ist mir egal. Oh Mann. Also Leute, da seht ihr also, es gibt auch solche Spiele in Diamond. Es gibt auch komplette Lackaffen in dieser Elo. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr in Silber, Gold, Platin mal solche Spieler kriegt. Die gibt's leider überall. In dem Sinne trotzdem, hoffe, mein Flame hat euch ein bisschen entertained. Wahrscheinlich, ja, hätte genauso angepisst wie ich jetzt gerade. Aber trotzdem, danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Vielleicht gehen wir wieder nochmal. Tschüss.